Dynamite Drop. Dies ist eine Warnung an alle Streamgucker. Bevor ihr den Stream guckt, empfehle ich euch was zu essen. Schaut diesen Stream nicht mit leerem Magen. I did it, but
Dies ist eine Warnung an alle Streamgucker. Bevor ihr den Stream guckt, empfehle ich euch was zu essen. Schaut diesen Stream nicht mit leerem Magen. Lang, lang ist her. Ja, der letzte Kochstream ist echt lange her. Juri, vielen Dank für deinen Host. Ich bin echt überrascht, dass echt schon so viele da sind. Ich freue mich mega.
Yeah. Wo soll ich anfangen? Kaktus, Hi, Caesar, Moin, Shiri, Leni, Harinho, auch ein alles alte Zuschauer von mir, ich freue mich mega. Tamo, Enrico Palazzo, Baby, molto bene. Wen haben wir noch? Myra ist da, Purple Dragon, auch alter Zuschauer von mir. Shelly, eine ehemalige Künstlerin. Gehst du in die Stadt? Was macht dich da satt? Ne Grüße. Bist du leise? Lol. Kommst du von der Warte, jetzt. Schönere gibt es nicht als wie Currywurst. Ist besser? Besser? Wesentlich besser? Oder noch lauter? Ja, schau doch mal an, wer da ist. Guten Abend, ich bin Lisa. Hallo. Fuxi, vielen Dank für dein Resub. Was? Noch lauter. Yeah. Noch lauter geht fast gar nicht mehr. Muss ich mal einen kleinen Moment. Einen Moment. Das ist halt immer beim ersten Stream. Das ist immer. Ist halt wie es ist. So, ihr müsst mal sagen, wann gut ist oder wann es reicht. Ich werde jetzt einfach die ganze Zeit ein bisschen hochpushen. Warte mal, ich gebe mal einfach 10 ein. Yeah. So, jetzt sollte es eigentlich laut genug sein. Leni, auch dir danke für deinen Host. Jetzt sollte es laut genug sein. Yeah. Oder? Test. Er ist wieder da. Schrie, hallo! Meine Güte, wo bist du? Kelle, bist du nicht HSV-Fan? Nee, Harinho, ich bin Fußball, bin ich grau. So, ich hoffe, man hört mich jetzt besser. Rapante, auch hallo. Fuxi, Kuss geht raus. Fuchs inzwischen Vater geworden. Viel passiert inzwischen. Lanina, hallo. Meine Güte. Ja, viel besser. Liste hinten. 11.04.2020. 11.04. war der letzte Stream, oder? Ach so, die Liste. Ja. Das ist aber, das war nicht der letzte Stream. Ja. Da seht ihr, wie oft ich sauber mache, die Tafel. Gar nicht. Lange her. Gossip, moin. Grüß dich, Mann. Es ist wirklich lange her. Ist bei mir auch pünktlich zur Chili-Ernte. So sieht's aus, Chili. Es ist zwischenzeitlich bei mir auch viel passiert, hat sich viel verändert. Und ich habe jetzt noch Zeit gefunden, quasi jetzt habe ich das, was hier steht, ist jetzt das reine Streaming-Equipment nur für den Kochstream. Mein Büro ist fertig. Mache nebenbei so ein paar andere Sachen und ja, ich freue mich mega, dass das wieder klappt und dass das alles funktioniert. Halben Herzinfarkt gehabt beim Einrichten wieder, man kennt's. Es funktioniert auch nicht alles. Eine Kamera ist inzwischenzeitlich kaputt gegangen. Das heißt, wir werden heute nur mit zwei Kameras arbeiten können. Aber ich denke, ihr werdet es verkraften. Und ich werde mich um möglichst neuen Austausch bemühen. Lange, lange nicht gesehen. Apples are tasty. Moin. Grüße an dich. Grüße zurück. Lange nicht gesehen, das stimmt. Das ist schon lange her. Aber wie gesagt, zwischenzeitlich viel passiert. Musste ein bisschen was machen. Pavel, grüß dich. Schön, dass du da bist. The Crow, auch moin. Irgendwie ist deine Stimme komisch vom Klang her. Ja, Fuxi. Ich habe jetzt auch nicht viele Einstellungen vorgenommen. Und das ist auch nicht das Rode Mikrofon, sondern das ist jetzt das tragbare Mikrofon. Beim Rode ist immer ein Filter drauf, ne? Hier habe ich jetzt keine Einstellung gemacht. Das ist. Vielleicht hört es sich jetzt erstmal komisch an, aber es ist halt einfach so. Das ist der erste Stream seit Monaten und das Setup ist wirklich, ich habe es zusammengebastelt und es ist noch nicht alles hundertprozentig. Es werden wahrscheinlich wieder viele Veränderungen kommen, aber es reicht erstmal zum Anfang. Und ich habe mega Hunger heute und wir machen heute Steinpilz-Risotto. Wir waren gestern in der Nähe von Ahlfeld und haben Steinpilze gesammelt. Ein paar Maronen sind noch dabei, aber das ist nicht, ich glaube eine Marone. Leni, vielen Dank für deinen Resub im 11. Monat. Bisschen hier drauf. Da stoße ich mal an. Auf Stufe 3 immer noch. Auf Stufe 3. Vielen, vielen Dank, Leni. Ich dachte, das liegt an Corona. Affektuoso. Moin. Nein, liegt es nicht. Lor, grüß dich, mein Lieber. Ja, also es war wirklich viel los. Hat sich viel verändert. Jury, Resub Insekten. Vielen Dank für dein Resub Insekten, mein lieber Jury. Erstmal guten Tropfen, Shelly, natürlich.
Vielen, vielen Dank, Thierry. Das weiß ich zu schätzen. Gerade bei dir auch. Erstmal guten Tropfen, ja. Also ich werde das jetzt auch beibehalten. Es wird nicht das Konzept geben, dass ich das so wie vorher gemacht habe, jeden zweiten Tag Kochstream. Ich werde ein, maximal zwei, also ein auf jeden Fall, maximal zwei Kochstreams die Woche machen. Das auf jeden Fall. Aber es wird... Ach, Leni. Leni! Vielen Dank für deine 10 verschenkten Zaps. Es waren nur 5, Entschuldigung. Ja. Ich habe den Aktivitätsfeed nicht offen. Aber vielen Dank für deine 5 verschenkten Zaps. Da ist das Ding. Hauptsache, du bringst uns wieder Kochen bei. Chirie, das mache ich gerne. Meine Mission ist noch nicht erfüllt. Mir ist jetzt schon so warm, ehrlich, ihr glaubt es nicht, mir ist schon so warm jetzt. Wie lange ich keine Kochjacke mehr hatte. Die Kochjacke und dann auch noch zu Hause, das Wetter. Hier brennen die Lichter überall. Es ist eine Wärme, der Ofen läuft. Und gleich kochen wir noch ein bisschen. Guck mal, es hat sogar Doppel Bang. Affektuoso. Es hat sogar die richtigen Leute erwischt. Sehr geil. Er hat schon mal mit den Subs vorgeheizt. Moin Kelle, heute Slot kochen? The Stone, moin. Nein, keine Slot. Leni, vielen Dank für deine 5 Gifted Subs. Gerne, sagt sie. Also, wer früher mal Kochstream geguckt hat, früher, der wird jetzt sich wundern, der kennt das, den Ablauf jetzt, wie es funktioniert. Ich werde jetzt einmal eine Kamera dazu schalten und das ist vor mir quasi das Brett. Auf dem Brett werde ich die Zutaten erklären, was wir heute zum Kochen brauchen. Inbegriffen sind nicht solche Sachen wie Salz und Pfeffer. Da gehe ich von aus, dass das jeder zu Hause hat. Sondern wenn es spezielle Gewürze sind, dann werde ich das nochmal explizit erwähnen oder sagen. Aber natürlich Fleur de Sel, also Salz und sowas, das ist alles da nicht mit inbegriffen. Das heißt, hier ist jetzt quasi unsere Zutaten für heute. Das sind unsere frisch gesammelten Steinpilze. Und das sind wirklich richtig schöne Prachtobjekte. Also richtig schöne Prachtobjekte. Mama Bär, grüß dich, hallo. Richtig schöne Prachtobjekte. Dann brauchen wir natürlich Schalotten. Risotto. Ja, Risotto ist ein Rundkornreis. Es geht nicht, dass du da einen Basmati-Reis nimmst oder so, sondern das muss ein Rundkornreis sein. Zur Not würde sogar noch ein Milchreis gehen. Das ist auch ein Rundkornreis. Ist aber nicht dasselbe Ergebnis. Das ist ein sehr, sehr guter Risotto-Reis aus Italien. Geht auch normaler vom Edeka. Ja, das ist nicht der Anspruch. Gremlin, hi. Wie im Laufhaus. Huch. Was? Warum denn das? Jacqueline, hallo. Oh, sorry, wenn ich irgendwen überlese, es tut mir leid. Ich bin so aufgeregt, ehrlich. Ich bin so aufgeregt. Ich glaub's mir nicht. Ich habe so lange nicht mehr gestreamt. Und das wirklich hier zu stehen wieder, ist echt wieder wie am ersten Tag. Man ist total aufgeregt. Und es hat nichts mit, wenn jetzt Slots macht oder sowas, ist es was anderes, aber hier ist, ich bin wieder aufgeregt, ja. Das ist einfach, ist schön. Schön wieder hier zu sein. Schön euch alle zu sehen vor allem. Mama Mausi, hallo. Nostalgie. So, wir brauchen meine Schalotten, Risotto. Dann brauchen wir ein bisschen Zitrone. Zu Steinpilzen immer ein bisschen Säure dran, das hebt immer das Aroma, das neutralisiert so ein bisschen. Und ich mache immer an die Pilze immer einen Schuss Zitrone dran. Das ist wirklich ein kleiner Geheimtipp, würde ich fast behaupten. Natürlich Parmesan brauchen wir fürs Risotto. So, dann haben wir ein bisschen Kalbsfond. Den nehmen wir uns, um so ein kleines Süßchen noch zu ziehen. Dass wir einfach noch so ein bisschen aus den ganzen Abschnitten und sowas von den Pilzen, die wir nicht verbraten werden, kochen wir uns ein Süßchen. Das blubbert nebenbei. Ja, dann haben wir Geflügelfond. Den brauchen wir fürs Risotto zum Kochen. Ein bisschen Butter, unser Rinderfilet und Knoblauch. Wir machen uns vorher, wie Leute, die schon mal zugeguckt haben, werden das sehen. Wir machen uns vorher ein Knoblauchöl. Und mit dem Knoblauchöl, das kann man sich einfach fertig machen und abfüllen in so ein Gläschen zum Beispiel hier. Und einfach so ein Gläschen in den Kühlschrank stellen. Und ihr braucht nicht jedes Mal wieder anfangen und Knoblauch kleinschneiden und irgendwo reinmachen, sondern ihr nehmt euch dann so einen Löffel Öl und macht den einfach an das Gericht dran. Und damit würzt ihr das Gericht komplett. Könnt ihr auch beim Anbraten mit dran machen. Dann habt ihr das ganze Knoblaucharoma schon mit drin. Da braucht ihr nicht jedes Mal euch die Finger dreckig machen und nach Knoblauch stinken, sondern ihr macht euch einmal so ein Knoblauchöl, das hält sich auch locker 5-6 Wochen im Kühlschrank. Einfach abdecken mit Folie oder einen Deckel drauf, wenn ihr ein passendes Gefäß mit Deckel habt.
ideal dafür, wirklich. Und das kann man auch mit Chili machen. Heute brauchen wir kein Chiliöl, deswegen machen wir nur Knoblauchöl. Mann, ich freue mich echt, dass so viele da sind. Wann muss ich da sein? Myra, ich weiß nicht, wo du herkommst, aber im Moment wird es dauern. Wir müssen die Pilze noch putzen, wir müssen die Zwiebeln schneiden. Petersilie haben wir noch, die kommt am Ende ins Risotto rein. Die steht hier so ein bisschen abseits. Die kommt da noch rein. Lagertrinks, moin. Ja, ein bisschen Butter haben wir noch hier und ich würde sagen, wir legen los und zwar einfach mit dem Putzen der Steinpilze. Das ist immer so ein bisschen, ja, mühsame Arbeit, aber es ist eine gediegene Arbeit, man kann ein bisschen entspannen dabei. Alter, die Keller Original, sau cool, ehrlich. Lisa, danke dir. Man kann ein bisschen entspannen dabei und ja, das Ding ist, viele fragen sich auch, wie bekommt man ein perfektes Steak hin. Ich habe ja heute hier das Rinderfilet, das werden wir im Ganzen braten und werde euch, ich mache es eigentlich jedes Mal, wenn ich Steaks brate, verraten, wie jemand zu Hause ein wirklich leckeres Steak hinbekommt, ohne viel Wissen. Wirklich ohne viel Wissen. Es gibt einfach so ein paar Sachen, an die man sich halten muss und dann bekommt auch jeder von euch, der keine Ahnung vom Kochen hat, zu Hause ein wirklich geiles Steak hin. Wenn es irgendwie zwischendurch mal ein bisschen laut ist, dann tut es mir leid, dann ist das so. Wir fangen an mit den Steinpilzen. Ganz einfach, oben einmal von oben nach unten mit dem Messer rüberrutschen und das abschaben. Einfach nur die Außenhaut, wenn es ein bisschen viel Dreck ist, einfach runterschaben. Wir werden jetzt auch nicht alle dafür putzen, weil wir alle nicht brauchen. Den Rest werde ich dann noch in Ruhe putzen und aus dem Rest, die werde ich dann trocknen wahrscheinlich. Die kann man immer mal gebrauchen für Soßen, für eine Suppe. Wenn ihr jetzt solche Pilze habt, die schon irgendwo innen hohl sind, dann kann man davon ausgehen, dass da Würmer drin sind. Was aber überhaupt gar nicht schlimm ist, wirklich nicht. Einfach nochmal halbieren. Ihr seht hier schon so kleine Löcher. Das heißt, da ist Wurmbefall. Das ist aber überhaupt nicht wild, ja, weil die sowieso alle sterben. Wenn da jetzt extrem viele Würmer drin sind, dann schneidet ihr das weg. Also wir werden sie ja eh braten, das heißt die Würmer sind tot, das ist noch so eine zusätzliche Proteinquelle, das soll jetzt nicht abschrecken. Wenn da jetzt ohne Ende Würmer rauskommen, dann würde ich das vielleicht erstmal wegschneiden, aber so ist das völlig in Ordnung. Guckt euch diesen wunderschönen Steinpilz an. Das ist nicht ein Traum von Pilz, ein richtiger Champagnerkorken. In der Gastronomie wäre das eine 1+. Solche, vor allen Dingen auch solche hier, diese kleinen. Wenn ihr sowas findet, das ist wirklich eine 1+ mit Sternchen. So Handelsklasse 1, Steinpilze momentan zwischen 50, 60 Euro das Kilo. Da kann sich sogar der ein oder andere vielleicht noch ein bisschen Geld mit verdienen. Und die wachsen gerade echt gut. Extra Proteine, so ein Ding ist das genau schwierig. Danny Boy, was geht denn? Moin! Endlich wieder online. Ja, ich hab's predicted. Und da bin ich. Ich hab's predicted. Es war viel Arbeit zwischendurch, ein bisschen was zu tun, ein bisschen was anderes. Ein bisschen hier, ein bisschen da. Aber jetzt bin ich wieder da. Vom schönen Niederrhein. Ach, vom schönen Niederrhein, Myra, das ist ein bisschen weit vielleicht, glaube ich. Bis du da bist, könnte sein, dass schon alle ist. Da möchte ich dir den Weg lieber erstmal ersparen. Aber das nächste Mal gerne. Oder irgendwann mal gerne. Ich hatte eigentlich für den Sommer so ein paar Sachen geplant, aber das hat sich alles ein bisschen verworfen und ein bisschen in eine andere Richtung entwickelt. Hier seht ihr das zum Beispiel, ne? Auch Wurmbefall. Man sieht auch hier die kleinen Würmer, diese schwarzen Köpfe hier. Die sind jetzt natürlich alle nicht so aktiv. Da seht ihr das mit dem schwarzen Kopf. Die sind jetzt nicht alle so aktiv, weil die noch ein bisschen in Kälte sind, weil die im Kühlschrank waren, ne? Da sieht man die so auf der Messerspitze so ein bisschen. Vielleicht. Das ist überhaupt nicht schlimm. Den verkochen wir einfach komplett mit für die Soße. Das gibt ordentlich Taste. Das ist überhaupt nicht schlimm. Das spülen wir einmal ab mit Wasser. Durch den Sieb durch. Das macht gar nichts. Die Marone auch. Bei der Marone nehmen wir einfach hier den Schwamm raus. Den kann man einfach so abziehen, diesen gelben Schwamm. Zack. Unten einmal abschneiden. Und auch den Stiel runterputzen mit dem Messer einfach. Das ist natürlich viel Arbeit. Das ist ein bisschen nervig. Aber kochen soll auch nicht hetzen. Ne? Wir sind hier nicht im à la carte Geschäft. Wir sind zu Hause. Myra, ich hab es gekriegt. Wo warst du? Ich hatte so viel Hunger und nichts da. Danny, ich hatte wirklich ein bisschen was anderes zu tun. Und
Kochstreams will ich natürlich auch nur machen, wenn ich die Zeit dafür habe und wenn ich es auch fühle. So, und jetzt langsam hatte ich das so ein bisschen beruhigt. Und ich muss sowieso den Rechner, den ich jetzt im Büro hatte, also der jetzt quasi gerade läuft, ich habe mir einen neuen geholt, musste den sowieso dann aus dem Büro rausnehmen und habe dann das Setup gleich fertig gemacht. Und da wir gestern Pilze sammeln waren, hat sich das echt jetzt super ergeben, dass wir heute anfangen mit Kochstreams. Und ich werde es auch jetzt wieder weitermachen und beibehalten, ein bis zwei, maximal zweimal die Woche. Einfach aus Spaß und der Freude. Und natürlich, um euch zu vermitteln, wie einfach an sich eigentlich kochen ist. Ihr werdet sehen, Risotto ist auch kein Geheimnis. Das ist nicht so, dass da irgendwie Leute sich in der Küche einschließen und sagen, nee, erzähl dir nicht, wie man Risotto macht, sondern es ist wirklich einfach. Und an sich auch lecker. Man kann alle Pilze essen, manche halt nur einmal. Ja, das ist, nee. Das sollte man nicht ausprobieren. Das sollte man wirklich nicht ausprobieren. Also wer sich mit Pilzen nicht auskennt, den rate ich auch, die nicht zu sammeln. Beziehungsweise vielleicht mit einem Guide, ja, der sich mit Pilzen sammeln auskennt. Ansonsten auch gibt es viele Bücher über Pilze. Und jetzt ist so gerade, wo es losgeht mit den Steinpilzen. Also die sind teilweise schon echte Oschis geworden. Wenn es regnet jetzt nochmal, dann geht das nochmal richtig ab. Ich werde morgen auch nochmal losgehen und mir nochmal ein paar holen. Ich habe, glaube ich, noch ein Foto irgendwo. Ich muss mal gleich gucken, was Leni für ein riesen Ding getragen hatte. Der stand einfach irgendwo im Wald und du gehst den Weg lang und guckst so im Wald und denkst dir so, Alter, was ist das denn? Ein Schaukelpferd? Steht einfach so ein riesen 2 Kilo Steinpilz. Der eine hat lila Platt. Einen hat lila Platt getreten. Ein. Nicht alle. Ein. Und der war schon gepflückt. Der war schon geerntet. So. Den noch. Und dann haben wir erstmal unsere Base. Ich glaube, Gesundheit ein bisschen eingestellt momentan, aber sonst gut. Jenny, was ist da los? Was ist da los? Ist die Musiklautstärke? Ist okay, oder? Wenn ich so normal rede, ist das zu leise oder ist es dann... Wir müssen uns erst wieder rantasten als perfektes Statement, hier Setup. Musik ist perfekt. Danke, Danny. So, der Rest kommt erstmal zur Seite. So, jetzt kommt der nächste Step beim Pilzeputzen. Die Steinpilze putzt man nicht wie so Pfifferling oder so in so einem riesen Wasserbad. Sondern das macht man ein bisschen mehr mit Gefühl. Dann nehmen wir uns ein großes Zewertuch. Ein bisschen Wasser. Und dann werden die vorsichtig von Hand geputzt. Da ist nicht so, die kannst du nicht ins Wasser schmeißen, die saugen sich voll. Und dann werden die nicht mehr schön, können wir die nicht schön braten und alles. Und die verlieren ihren Taste und das wollen wir nicht, sondern wir werden die schön abschrubben jetzt mit Wasser. Schön. Abputzen, wie so ein kleines Kind. Popo putzen. Abputzen. Sieht das ein bisschen bekannt vor hier? Ein Feuchttuch. Dragon of Dragons, mein Lieber. Moin. Was geht? Hört ein bisschen stumm an, aber passt alles trotzdem. Ja, Danny, wie gesagt, ich habe keine Einstellung vorgenommen heute. Sondern bin einfach gestartet. Hab so nur drauf geachtet, dass die Kameras funktionieren und alles. Und so ein paar Sachen funktionieren. Ansonsten für nach Monaten. Es war ja alles auseinandergebaut, das ganze Setup. Es war ja irgendwo überall im ganzen Haus verteilt. Ist jetzt nicht so, dass das hier die ganze Zeit stand. Vielleicht mit einer Bürste auch. Ich würde es feucht machen, weil halt auch ein hoher Sandanteil dabei ist. Aber man kann es auch mit einer Zahnbürste machen.
Das ist vollkommen richtig. Das kannst du auch mit einer Zahnbürste machen oder mit so einer feinen Bürste. Nicht zu grob, sonst reißt du den Pilz komplett kaputt. Das wäre schade. Das ist halt so ein bisschen Liebe, die man da investieren muss. Aber ich sag mal, wenn man so schön Pilze gesammelt hat, wenn man da sowieso Spaß dran hat, dann macht man diesen Step auch noch gerne. Der ist auch noch kaputt gebrochen, ey. Da macht man diesen Step auch noch gerne, weil, wie es so schön immer ist, man kann sich so viel Mühe geben beim Kochen, wenn man so irgendwie 6-7 Steps hat, die man braucht, um zum Ergebnis zu kommen, und bei einem Step sich keine Mühe gibt, dann ist jeder nachfolgende Schritt für den Arsch. Ja, und wenn du schon da vorne anfängst, weil du keinen Bock hast, dann wird das Ergebnis auch nicht gut sein. Vor allen Dingen nicht lecker. Steinpilze sind mega lecker. Du hast eine Pilzbürste, Purple, das ist perfekt. Es gibt ja extra diese Pilzbürsten. Das ist dann perfekt. Das geht easy. Bin leider kein Pilzfan, Danny. Steinpilze mag jeder. Schön gebraten, bisschen kross. Super. Das ist wirklich, also Steinpilz ist echt der Pilze, finde ich. Noch geiler sind Morcheln, aber da muss man echt Morchel-Fan sein, aber Morcheln liebe ich wie Sau. Die sind leider auch ein bisschen teuer. Und findet man nicht so einfach wie Steinpilze. Leider, leider, leider. Kostet ja aber vielleicht so Latsche, ich mag es nicht. Nein, wir wollen ja auch keine latschigen Pilze machen. Schön gebratene Steinpilze, gold, gelb. So wie es sein muss. Die werden schön nussig, die haben schön nussiges Aroma. Das ist wirklich eine richtig geile Sache. So, die Pilze sind auf jeden Fall schon mal safe. Folgendes mit der Geschichte. Da suchen wir jetzt den groben Dreck hier raus. Sowas, solche Erdbehaftung zum Beispiel. Den Rest spülen wir einmal unter Wasser ab. Mit dem Sieb. Einfach schön sauber machen, dass die ganze Erde runtergeht ein bisschen. Wenn auch so ein bisschen Dreck dran, das ist nicht schlimm. Wir werden es nachher nochmal passieren. Also durch den Sieb lassen, das heißt passieren. Jetzt ist erstmal nur der erste Schritt, dass so ein bisschen Dreck rauskommt. Die ganze Flüssigkeit geht nachher nochmal durchs Sieb. Das heißt, wenn da nochmal Dreck drin sein sollte oder so, das ist nicht schlimm. Wir haben am Ende nur die Flüssigkeit. So. Zack. Nächster Step. Wir setzen uns jetzt unser Süßchen an. Also beziehungsweise den Fond, womit wir das Risotto auch so ein bisschen auffüllen werden. Dafür nehmen wir dann die Abschnitte und ein bisschen Schalotte und setzen das Ganze im Topf an. Das heißt, ich nehme hier so eine Stielkasserole. Was ist denn meine Lieblingskasserole? Das ist eine Pfanne, die brauchen wir aber auch. Was ist denn meine Lieblingskasserole hier? So lange nicht mehr gekocht, dass sie weg ist. Die ist sie doch. Die brauchen wir fürs Risotto. Und die nehmen wir fürs Süßchen. So. Das heißt, nächster Step ist jetzt Zwiebeln putzen. Bin mal raus, bin auf Arbeit. Schau nachher nochmal an. Danny, mach das. Schöne Schicht hier. Steinpilze sind was Geiles. Ich brauche Steinpilze, sind mega. Wirklich mega. Also, ich liebe wirklich Steinpilze. Auch so ein richtig schönes Süppchen. Steinpilzsüppchen. Gebraten. Steinpilzgröschtel. Alles, was mit Steinpilz drin hat, ist einfach mega. Auch Steinpilz, Rührei mit Steinpilzen. Auch mega geil. Geht mir gerade mega gut rein. Gefällt mir gerne öfter. Dieser, wie gesagt. Ein, zwei Mal die Woche möchte ich das gerne machen. Wieder. So habe ich das jeden zweiten Tag gemacht. Ist halt auch ein bisschen viel Aufwand.
ist ein bisschen Zeit, aber am Ende hat man ein schönes Ergebnis, wenn man was essen kann. Das ist dann sehr schön. Ich habe mit meinem Vater früher Pilze gegangen, sammeln gegangen und auch für Winterzeit gelagert. Kennst du es? Pilze lagern oder was meinst du? Kaktus, also, na klar, also viele machen das. Trocknen sich die dann und können das ganze Jahr über dann von Soßen ziehen oder für eine Suppe. Klar, machen viele. Denn bei mir hier in der Ecke gibt es so einen Hotspot auch mit Steinpilzen. Wenn ich da jetzt, wenn die jetzt so explodiert sind wie vor 2 Jahren, dann werde ich da im Auto hochfahren und werde den Kofferraum vollballern. Natürlich. Aber sowas von. Was, ich meine, geiler geht's noch nicht mehr. Du hast richtig geile Steinpilze. Ja, und diese frischen, die du haben willst, nimmst du die besten raus, die drehst du dann. Und die, die du nicht mehr haben willst, die lässt du trocknen. Und dann kannst du sie immer mal gebrauchen, wenn du sie brauchst, dann kannst du sie nehmen. Also wirklich mega, mega gediegen. So, jetzt brauchen wir so ein paar kleine Schüsseln. So. Wir werden uns jetzt erstmal die Zwiebeln klein schneiden. So, eine Unordnung wieder. Aber noch trotzdem scharf. So, die Zwiebeln, die wir jetzt klein schneiden, das sind 2 Stück. 2 Schalotten. Die brauchen wir einfach nur grob klein schneiden, weil das für die Soße ist. Da brauchen wir nicht viel Arbeit investieren. Einfach nur grob ein bisschen klein schneiden. Die geben nur den Geschmack ab. Die passieren wir sowieso aus der Soße wieder raus. Die Kamera überm Herd ist leider kaputt, deswegen kann ich euch leider keine Live-Bilder vom Herd geben. Das tut mir echt leid, aber ich werde zwischendurch das mal ein bisschen rüberziehen. Ne? So. Einfach Töpfchen jetzt auf dem Herd. Ein bisschen warm werden lassen. Dann machen wir ein bisschen Butter rein. Endlich, das Butter schmeckt mir ja nochmal ein. Möchte mit Liederknuddeln Pilze könnt ihr haben. Ich will auch welche, sagt Chiriel. Pilze sind mega lecker. Okay. Ein bisschen Butter, sagt er. Halbe Kilo. So. Also hier ist übrigens gleich, also man sieht es nicht, aber da, wo der Finger ist, ungefähr nochmal die halbe Länge bis da, ist direkt jetzt nochmal ein neuer, ein großer Bildschirm. Also ich habe euch direkt vor meinen Augen, das Setup hat sich ein bisschen verändert. Aber so ist es immer. Huppe, moin, was geht? Na Kelle, ein bisschen Butter naschen? Ach, ich will gerne. Butter ist immer gut. So, währenddessen werden wir, die Abschnitte haben wir hinter uns. Die Pilze lassen wir erstmal noch, das dauert noch, bis wir dazu kommen. Dann werden wir jetzt ein bisschen Knoblauch hellen. Wo ist die andere Schüssel? Da. Einfach erstmal grob oben abschneiden. Unten abschneiden. Schon mal den ganzen Krimskram hier einfach wegmachen. Die Zehen da rein. Brechen sie gleich raus. Juri, wann machst du nochmal deine Bolognese? So. Das Grobe wieder raussuchen einfach. So, jetzt suchen wir uns einfach ein Gefäß. Am besten so ein Plastikgefäß hier. Was so ein bisschen Volumen hat. Da kommt der Knoblauch jetzt rein. Zack. Deckel drauf. Moment, die Butter schreit nach mir. Die Schalotten in die Butter, wenn sie geschmolzen ist, rein. Und einfach so ein bisschen erstmal ein bisschen brutzeln lassen in der Butter. Einfach so ein Gefäß nehmen. Der Knoblauch pellt sich von alleine. So gut wie.
Seht ihr das? Keine Schale mehr drum. Die von Zauberhand. Natürlich nicht bei jedem Einzelnen, aber bei den meisten. Jupp, der Trick ist klasse. Alle taub jetzt. Also ich auf jeden Fall. Oh geil, endlich sehe ich dich mal am Kochen. Arbeitslos, moin. Also wirklich easy. Warten ein bisschen Zeit, wenn man gerade viel Knoblauch schälen muss. Und ist auch lustig für die Nachbarn, man kommt ins Gespräch. So, wenn wir den Knoblauch geschält haben, dann brauchen wir einen Stabmixer und ein hohes Gefäß und werden uns davon das Knoblauchöl machen, was wir zum Kochen brauchen. Er hat es drauf, sagt Caesar. Oha, dein erster Kochstream, den du zuschaust. So, ganz entspannt. Einmal Hände waschen. So, da, hier. So, die Schalotten zergehen jetzt so ein bisschen in der Butter. Medi Medi, vielen Dank für dein Follow, herzlich willkommen. Ja, ihr seht es. Schön einfach in der Butter zergehen lassen, die müssen keine Farbe nehmen, wirklich nur ganz entspannt. Da geben wir jetzt dann die Abschnitte von den Steinpilzen einfach mit rein. Und lassen das mitputzeln. Das Sieb müssen wir einmal wieder durchspülen, weil da müssen wir nachher die Soße durchfiltern. Beziehungsweise den Fond. Ne, die ganzen Abschnitte, die wegzuschmeißen, das wäre doof. Weil das ist, die Abschnitte haben ja auch alle Geschmack ohne Ende. Das heißt, wir schmeißen einfach Aroma weg. Brauchen wir nicht. Wir machen das Aroma, einfach ein paar Zwiebeln, ein bisschen Butter und ziehen uns unser eigenes Aroma. Was wir dann nochmal ins Risotto mit reingeben, das wird Bombe. Verspreche ich euch, wirklich. Das wird Bombe. So, jetzt haben wir den Knoblauch gepellt. Einfach hier hinten in so ein hohes Gefäß geben, von so einem Stabmixer. Und da kommt jetzt ein bisschen Öl drauf, und zwar neutrales Öl. Am besten so ein Rapsöl. Also kein Olivenöl für das Knoblauchöl, aus dem einfachen Grund. Olivenöl hat einen zu hohen Eingeschmack und Olivenöl hat einen geringeren Brennwert, also einen Rauchwert. Also das verdampft schneller. Wobei der Knoblauch sowieso im Öl verbrennen würde. Ich empfehle euch aber neutrales Öl zu nehmen, sowas wie ein Rapsöl, Sonnenblumenöl, weil es einfach der Knoblauch besser vorkommt. Wir werden jetzt das ein bisschen auffüllen, und zwar einmal den Knoblauch mindestens bedecken. Ja, man sieht's. Und dann einfach schön lange mixen, bis er richtig fein ist. Das riecht schon nach Steinpilzen hier wie Sau. Das sieht im ersten Moment dann immer so ein bisschen milchig aus. Das liegt aber auch viel daran, dass die Luft wieder mit ins Öl reinkommt. Deswegen sieht das Ganze so ein bisschen milchig aus. So ein bisschen wie Pferdesperma oder so. Keine Ahnung. Geht das nicht leise? Das geht nicht leise, Kelle? Nee, das geht nicht. Das geht nicht. Ich hätte nicht muten können. Wirklich, hätte ich machen können. Ist dann aber leise. So. Also, das sieht dann wirklich so ein bisschen milchig aus wie Pferdesperma. Man sieht es. Das Ganze jetzt einfach dann in so ein Gefäß füllen. Guck dir das an. Was hat der Junge nur für ein Augenmaß? Das ist ekelhaft.
Hat der Junge nur von Augenmaß. So. Jetzt haben wir unser eigenes Knoblauchöl, mit dem wir würzen. Mit dem wir würzen können. Und zwar, das bedeutet, ihr bratet euch ein Stück Fleisch. Löffel Knoblauchöl dran. Ihr macht euch ein Risotto. Löffel Knoblauchöl dran. Ihr macht euch eine Pasta. Löffel Knoblauchöl dran. Ihr macht euch eine Marinade. Knoblauchöl dran. Ihr braucht wirklich nicht mehr jeden einzelnen Knoblauch. Ihr habt ein fertiges Gewürz, also ein fertiges Knoblauchöl. Wenn das im Kühlschrank steht, Deckel drauf, das hält sich 5-6 Wochen ohne Probleme. Und das gleiche natürlich kann man auch mit Chiliöl machen. Chili, keine Frage. Wir brauchen aber heute kein Chiliöl. Deswegen habe ich es nur mit Knoblauch erstmal gemacht. Das Chiliöl machen wir das nächste Mal, wenn wir es brauchen. So. Gucken, ob der Herz sagt, der hat Bock. Herz sagt nein. Nee. Herz sagt nein. Kamera, keine Lust. Also so sieht das aus, das kocht dann langsam zusammen, fällt in sich zusammen, ne? Lass das einfach köcheln. Wir geben gleich ein bisschen Fond drauf. Und zwar erstmal das Ganze mit ein bisschen mit einem Schluck Weißwein ablöschen, dass wir nochmal ein bisschen Säure mit reinbekommen. Das ist extrem wichtig fürs Aroma. Säure ist immer gut. Immer so ein Spiel von den Geschmäckern her. Bisschen salzig, bisschen Säure, bisschen Süße. Das Essen muss viele Nuancen haben und deswegen finde ich das immer gut, dass man immer so ein bisschen Säure mit reinbringt. Sehe ich jedenfalls so, dass es wichtig ist. Ne? Essen darf nicht langweilig sein und darf auch nicht ein Level der Nuancen haben. So. Knoblauchöl haben wir, das haben wir, das haben wir. So. Wo ist der Geflügelfond? Hier ist der Weißwein. Also jetzt ein bisschen hochdrehen. Und dann löschen wir das Ganze so ein bisschen Weißwein ab. Einfach ruhig so, bis der Boden richtig gut bedeckt ist. Und das kochen wir jetzt wieder runter. Das heißt, die Flüssigkeit verdampft, das Aroma bleibt enthalten. Der Alkohol verdampft auch ein bisschen mit, aber nicht zu 100%. Falls einer von euch keinen Alkohol mag oder vertragen kann, der Alkohol wird nicht komplett raus verdampfen. Der geht nicht, der ist nicht weg. Er guckt Tierdokus. Was? Du vergisst die Chili-Chiri, wirklich. Du weißt doch, wie Leni ist. Die kann keine Chili essen. Also kaum. Also wenig. Also fast gar nicht. Deswegen lassen wir sie weg. Woher weißt du, wie Pferdesperma aussieht? Naja, weil ich mal in einer Besamungsstation gearbeitet habe. Wie die Midi. Das ist Jahre her. Aber alle Fohlen sind glücklich aufgewachsen. Chiri mag kein Chili. Das brennt immer so. Chiri. Muss ja auch nicht immer gleich Vollgas geben. Du kannst ja auch mal eine Chili nehmen, die ein bisschen sanftes. So, dann haben wir hier Kalbfond. Wenn wir den Weißwein runter reduziert haben, füllen wir ein bisschen mit Kalbfond auf und lassen es dann nur noch langsam vor sich hin dümpeln. Ja, ich habe Entzug, ich muss das gerade nachholen. Ich weiß, dass Leni das nicht mag. Okay, Siri. Dann ist okay. Dann gehe ich da nicht mehr drauf ein. Ich habe reife Carolina Reaper im Garten. Die sind abartig böse dieses Jahr. Ja, die haben viel Sonne gekriegt, ne? Die, glaube ich, sind richtig böse dieses Jahr. Das glaube ich dir aufs Wort. Wir werden jetzt weitermachen und zwar mit folgenden Sachen. Unsere Schalotten schneiden fürs Risotto. Da brauchen wir feine Brunoise. Brunoise heißt Würfel. Gestaltet sich bei Schalotten ganz einfach. Halbieren. Mit der Wurzel nach hinten. Und dann erstmal feine Streifen runterschneiden. Zack, 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 zack. Immer mit einem scharfen Messer, das ist am besten. Einschneiden und nochmal einschneiden und dann einfach nur vorne runterschneiden. Zack. Dann haben wir hier feine Würfel. So wollen wir sie haben. Macht das zu Hause langsam. Je öfter ihr es macht, desto einfacher geht es. Den Rest davon, also was wir einfach den Strunk, den wir noch über haben, den schmeißen wir einfach mit in unser Söschen. Einfach mit rein. Und köcheln lassen. So, das machen wir jetzt mit den anderen auch.
wieder einschneiden, je nach Dicke ein oder zwei Mal und dann einfach wieder runterschneiden. Ganz entspannt, achtet auf eure Finger. Zack. Und wieder mit reinschmeißen. Außerdem ist Chili mit einer Wunde im Mund auch für mich nicht lustig. Reaper-Testen nachsetzen vom Implantat war die schlechteste Idee ever, ever, ever. Chiril, das glaube ich dir sofort. Das war wirklich, also das, da hättest du auch mal jemand anders fragen können vorher. Wie bewerten Sie diese Idee? Die hätte, glaube ich, keiner geantwortet, dass es eine gute Idee ist. Aber das macht man nur einmal. Das machst du kein zweites Mal. So. Einfach mit reinschmeißen. Warum machst du denn sowas? Ich hatte auch ohne Chili damit schon arge Probleme. Lauschwinger, moin, was geht? Also ich halte das auch nicht für wirklich sinnvoll. Nee, mache ich nicht wieder. Jetzt morgen erstmal Fäden raus endlich. Ja, dann hast du ja bald hinter dir. Dann ist ja das Schlimmste durch. Und dann kannst du sie wieder pur essen. Kannst du wieder in den Garten reinbeißen in deine Carolina Reapers. So schön auf einer Scheibe Toast. Einfach nochmal durchgehen hier. Zack. Den Rest wieder mit reinschmeißen. Und Süßchen. So, jetzt sehen wir, der Weißwein ist runter reduziert. Es kommt noch Flüssigkeit da. Einfach mit dem Fond jetzt auffüllen. Wir nehmen den Kalbsfond. Nur so das halbe Glas maximal. So, die Schalotten. Wieder in eine Schüssel. Stellen wir uns schon mal einen Herd. Brauchen wir fürs Risotto dann. Also Risotto, sage ich mal, so gute 25 Minuten braucht ihr mit Sicherheit. Bis das richtig aufgequollen ist, bis es richtig Biss hat, bis es gar ist, braucht das gute 25 Minuten. Kommt auf die Sorte mal drauf an. Aber in der Regel, manche kochen das dann auch quasi bis zum Garpunkt, lassen das nochmal ziehen und hat jeder so seine anderen Arten. Also ich brauche so 25, 30 Minuten, dann ist das Chico. Das heißt, wir werden vorher, bevor wir das Risotto machen, werden wir unser Fleisch anbraten und schon mal in den Ofen schieben. Wie gesagt, die easiest Nummer, das zu machen, ist das Fleisch anbraten und im Ofen zu Ende garen. Gerade bei so einem Stück Filet. Das sind 360 Gramm, das werden wir am Stück garen. Man sieht es vielleicht von oben nicht ganz so. 360 Gramm, wir werden es am Stück garen. Das heißt, anbraten von allen Seiten. Dann kommt es in den Ofen bei 140 Grad. Ungefähr 12-13 Minuten. Dann machen wir den Ofen auf, schalten ihn runter auf 50 Grad und lassen das Fleisch dann da drin ruhen. Also ihr werdet es sehen, das ist immer derselbe Vorgang, es ist wirklich easy und wir werden es dann im Nachhinein aufschneiden und dann aufs Risotto draufgeben. So ist die Idee. So ist die Idee. Nur in kleinsten Mengen. Ich würde statt lernen durch Schmerzen. Ah ja, du bist ja nett. Oh. 330 Stunden? Was? Leni hat auch geschaut, wenn ich nicht da war. Oh, mir ist so warm, ey, ehrlich. Oh, und mein Pinöppel ist wieder abgefallen vom Mikrofon. Das passiert leider sehr oft irgendwie. What? Jetzt könnte es ein bisschen rascheln. Oh, weil ich lasse einfach ab jetzt erstmal. Ist wurscht. So, für das Filet. Pfanne auf dem Herd und schon mal Vollgas. Die muss richtig heiß sein. Die kann ruhig ein bisschen heiß werden erstmal. Das ist gar kein Problem. In der Zeit schneiden wir uns schon mal die Steinpilze ein bisschen. Das war einfach.
so in schöne Scheiben runter. Savage! Savage Papa! Vielen Dank für dein Follow, herzlich willkommen. Bei den Freunden des guten Geschmacks. Oh, wie lange ich das nicht mehr gesagt habe, ey. You heard his egg? Nein, mein Kopf ist kein. Mein Kopf ist kein, ey. Ich bin von den Coneheads. Das ist mein Film, der mir gewidmet wurde. Das ist lol, Alter, das ist so lustig, weißt du, du hast Monate nicht gestreamt und dann machst du ein Stream nach Monaten und dann kommt so ein komischer Typ rein. Das ist wirklich. Ich glaube, es gibt fast nur noch schlechte Menschen auf dieser Welt. Das ist echt Wahnsinn, Alter. Was für Idioten unterwegs sind. Wie gesagt, Steinpilze einfach nur in Scheiben schneiden. Ruhig ein bisschen dicker, nicht zu dünne. Und die werden wir dann schön braten. Versucht, dass sie auf dem Ganzen bleiben. So, diese Schnippeleien hier, diese Reste, die schneiden wir ein bisschen kleiner und den Stiel. Weil die kommen dann direkt mit dem Risotto rein. Nicht die Hälfte, wie ich, einfach vom Tisch schmeißen, sondern schon drauf lassen. Was steht hier schwarz auf weiß, Jury? So. Bei mir steht auch weiß auf schwarz. Dass sie cheatet. Ach so. Ich wundere mich allerdings auch, wo 330 Stunden herkommen, aber das steht auf einem anderen Blatt Papier. 330 Stunden? Okay. Wie gesagt, das passt. Würde ich in ihrer Position auch sagen. Alles gut. Alles gut. So. Die nehmen wir mit, die kommen zu Sotto, die werden separat gebraten. Und jetzt kommen wir zu unserem Filet. Natürlich, man kennt sie. Wo ist sie, meine Zange? Tada! Ideales Werkzeug, wirklich. Das kann ich jedem nur empfehlen, sich sowas mal zu holen. Hallo? So. Ja, sowas. So eine Zange zum Braten und so. Das ist ja auch zum Grillen, kann man das nehmen. Wirklich ein super Produkt, das erfunden wurde, um Leute glücklich zu machen, die so viel Spaß am Kochen haben wie ich zum Beispiel. Oder auch für dich. So. Einfach die Pfanne, wenn sie jetzt heiß ist, machen wir ein bisschen Rapsöl rein. Pfannenboden ruhig bedecken. Das Öl auch noch heiß sein lassen im Moment. Es ist wirklich elementar wichtig, dass die Pfanne heiß ist. Warum? Wir wollen sofort den Maillard-Effekt haben. Der Maillard-Effekt ist, wenn der Zucker in dem Eiweiß von dem Fleisch anfängt zu karamellisieren. Dann bildet sich so eine braune Kruste. Man kennt das, wenn man Fleisch andreht. Diesen Effekt nennt man den Maillard-Effekt. Und den wollen wir natürlich sofort haben, weil wir wollen das Fleisch schnell abbraten, damit wir nicht außenrum einen grauen Rand haben und das Fleisch unnötig viel gart in der Pfanne. Wir wollen es nämlich konstant auf derselben Temperatur im Ofen garen. Das auch übrigens mit jedem Fleischstück so ruhig vorgehen. Ich würze es noch nicht. Weder Salz noch Pfeffer. Und rein in die heiße Pfanne. Oh, man hört es schön brutzeln. Man hört es schön brutzeln, man sieht es aber nicht, weil ich davor stehe. Wie gesagt, normalerweise hätten wir jetzt hier, da, wäre jetzt das Fenster von oben auf den Herd. Aber die Kamera ist leider kaputt. Die muss erstmal ausgewechselt werden. Richtig schön anbraten. Oh, ich freue mich jetzt schon. Das wird so lecker, glaube ich. Das wird, glaube ich, richtig lecker wieder. So, nebenbei mal ein bisschen aufräumen. Das kommt immer ganz gut. Wenn man so ein bisschen Zeit über hat. Grundprinzipiell stelle ich jetzt gerade nur Sachen von A nach B. Aber
Für manche Leute sieht das so aus, als ob wir die, als würde ich aufräumen. Da wird aus Chaos ein bisschen weniger Chaos. So. Das Fleisch nicht nur von oben und unten anbraten, sondern auch ein bisschen natürlich von der Seite komplett. Das jetzt hier ist vom Charolais-Ochsen. Ja, Charolais ist halt die Rindersorte. Wird mittlerweile auch in Deutschland gezüchtet. Früher waren das rein irische Ochsen. Schottische Ochsen, Entschuldigung, schottische Ochsen. Zumindest sieht es lecker aus. Alles, was du kochst, ist lecker, Shelly. Das kannst du so gar nicht beurteilen. Du hast es ja noch nicht gegessen. Zumindest sieht es lecker aus, hast du dann gesagt. Okay. Ach, Chiri. Also wer es noch nicht, wer es vergessen hat, natürlich Ausrufezeichen YT, YouTube. Mein YouTube-Kanal existiert natürlich noch und natürlich auch meine Homepage www.diekelleoriginal.de. Dort gibt es Rezepte und die Videos zum Nachkochen einfach. So, die Pfanne einfach nur ausmachen. Erstmal gar nichts mitmachen. So, das ist jetzt das Stück Fleisch, was wir haben. Angebraten. Einfach nur angebraten. Von allen Seiten. Der Ofen, wie gesagt, auf 140 Grad. Was? YouPorn? Okay. Und das kommt jetzt in den Ofen. 140 Grad. Einfach rein. 140 Grad Umluft. Leni, wärst du so freundlich und würdest einen Timer stellen auf 13 Minuten? Was machen wir jetzt? So, wir wollen das Fleisch nachbraten. Genau. Auf Timo. Okay. Dieser andere Meatlover. Wir nehmen uns noch eine Schalotte. Und vierteln die einfach. Ein wenig von der Knoblauch. Einfach nur so Scheiben runterschneiden. Und den so mit Schale ruhig einfach ins heiße Öl der Pfanne schmeißen. Und drin rösten lassen mit der Resthitze. Warum machen wir das? Wir machen uns jetzt quasi so ein kleines Nachbratgemüse. Das heißt Knoblauch, Schalotten, zum Schluss noch ein bisschen Petersilie rein. Dort wird das Fleisch, wenn es aus dem Ofen rauskommt, lassen wir es ja nochmal ruhen bei 50 Grad. Das heißt, es ist relativ kalt dann. 50 Grad sind nicht heiß. Viele Restaurants geben es dann wirklich auch einfach nur so raus. Da liegt es dann im Holdomaten. Holdomat ist halt so ein Gerät, wo du das Fleisch dann drin ruhen lässt, so wie wir es im Ofen machen. Und zwar auf der Temperatur, dass es in Ruhe durchziehen kann. Also dass es schön medium wird, durchgehend rosa. Und wir produzieren das quasi auch bei uns im Ofen, indem wir dann auf 50 Grad runtergehen. Wir machen das aber so, dass wir das Fleisch gerne natürlich heiß essen würden. Das heißt, wir braten es nochmal nach. Es kriegt von außen nochmal richtig Temperatur. Und zwar mit diesem Gemüse, sag ich mal, hier mit dem Knoblauch, den Schalotten, kriegt es nochmal richtig Aroma von außen, also nochmal richtig schön dann übergebraten, kriegt nochmal ein bisschen Aroma mit und natürlich Temperatur. Am Kern ändern wir nichts, natürlich, wenn wir es 10 Minuten lang in der Pfanne braten würden, dann wäre es durch. Da wir es aber nur kurz nochmal der Hitze aussetzen, eine Minute von jeder Seite, ein bisschen Butter noch mit rein, arrosieren, also ein bisschen übergießen mit, dann kommt es raus, das Fleisch hat Hitze. Dann wird es aufgeschnitten, dann wird es abgewürzt, dann kommt es auf den Teller. Einfach. Hört sich einfach an, ist es auch so. Man muss sich nur ein bisschen organisieren können, dann klappt es auch mit dem Nachbarn. Also wirklich einfach, einfach. So, das heißt, das sieht dann so aus hier. Das stellen wir jetzt einfach, wir machen noch ein bisschen Butter rein. So, die lassen wir da zergehen. So. Und das stellen wir jetzt einfach zur Seite. Gar nicht weiter beachten, da passiert nichts, das verbrennt auch nicht. Da braucht ihr euch keine Sorgen machen. Das passiert gar nicht mit. Dafür stehe ich jetzt mit meinem Namen. Oder wie sagt man immer? Money Train Pilze. Ich gehe gleich Beispiele kaufen, warte. Ich sterbe gleich vor Hunger, Leni. Ein bisschen wird es noch dauern. Wie gut, dass ich vorher schon gegessen habe. Chiril, sehr weise. Sehr weise. Das muss ich an dieser Stelle mal wirklich sagen. So, wir hätten jetzt sogar noch
Was sagt der Siri? Alter, also, liegt der Lila da. Alter. Wieso auf der Weise? Hilfreich. 9 Minuten 40, so, wir haben echt noch Zeit. Wir setzen jetzt langsam das Risotto an. Empfehlen kann euch jetzt dafür so eine Gummischlotze. Aber die muss hitzestabil sein, sonst. Mal in die falsche Richtung. Geht die euch kaputt. So eine Gummischlotze. Dann werden wir jetzt quasi hier uns so eine Stielkasserolle nehmen, die auch wieder erwärmen. Dann kommt Butter rein. Da werden die Schalotten dann in der Butter glasig angeschwitzt. Kommt der Risotto-Reis mit rein. Der Risotto-Reis wird mit erstmal angeschwitzt. Aber wir machen das nicht mit Butter, wir machen das mit Olivenöl. War böse von mir. Butter verbrennt. Wir machen das mit Olivenöl. Ich zeige euch ungefähr die Menge, die wir nehmen für 2 Portionen. Sonst haben wir wieder viel zu viel Risotto. Ungefähr so ein Staubschälchen voll. Du kannst das Risotto bei Reis berechnen. Das Volumen bei Reis ist immer die Grundmenge, also diese Trockenmenge, mal 3. Das heißt, wir haben, wenn der Reis gegart ist, 3-mal so viel wie vorher. Warum? Natürlich, weil er das Volumen aufnimmt von Flüssigkeit und allem. Deswegen haben wir 3-mal so viel wie vorher. Also 100 Gramm Risotto trocken sind dann am Ende 300 Gramm fertig. So. Und da wir noch Rinderfilet haben dazu, reicht das vollkommen aus. Pilze kommen noch mit rein. Die Menge reicht aus. Wir wollen uns ja nicht 3 Tage davon ernähren, sondern heute. Vielleicht nochmal maximal morgen. Wobei, als Nachtisch haben wir noch einen fetten Kuchen. Da freue ich mich auch schon drauf. Bei mir gab es gefüllte Paprika, Kiso. Auch sehr lecker. Auch sehr lecker. Kann man auch machen. Die Reste von gestern mit Nachtisch, Vanilleeis und Apple Crumble aus dem Dutch. Cyril macht wieder alles aus dem Dutch. Ich mag es auf den Einschlag nicht mehr. Aber fühle ich auch. Apple Crumble. Bin ich auch. Überhaupt Crumble bin ich ein riesen Fan von. Mag ich sehr, sehr gerne leiden. So. Ein bisschen warm werden lassen hier den Bump. Dann kommt unser Olivenöl. Wo ist es? Da. Olivenöl rein. Dass ihr denkt, ich kippe da jetzt Unmengen rein. Das ist so eine komische Dosieröffnung. Da kommt sehr, sehr wenig raus, weil das offensichtlich für den Hersteller ein sehr, sehr hochwertiges Olivenöl ist. Und deswegen soll das so fein dosiert werden. Mach das Ding mal weg hier wieder. Der Männer hat das für morgen Crumble ohne Obst bestellt. Er will nur den Teig. Natürlich auch. Mache ich mir auch manchmal einfach nur den Crumble-Teig, ohne alles. Das ist mega geil. Also, das kannst du schon alleine so vom Fernseher weglassen. Das ist einfach mega geil. E-Box, moin! So lange den Ball machen. Grüße dich. So, also. Öl ist heiß. Schalotten gehen rein. Die ruhig so ein bisschen glasig schwitzen erst am Anfang. Wer es nicht kennt, was glasig schwitzen heißt, dem werde ich das gleich zeigen. Das ist, die Schalotten werden, wenn sie Hitzeeinwirkung haben, glasig von der Struktur her. Hola, Bratan! Hola, como está? Muchas bien! Wie geht's dir? Fabi, was ist los? Warum hast du keinen Sub bei dir? Kein Sub-Bandage. Was ist denn da los? Ich streame seit Wochen wieder und du subst einfach nicht. Und das im September. Hier kommt Wasser raus aus dem Hahn, weil da ist eine Stelle undicht. Das ist aber nicht schlimm. So. Wie sehen glasige Schalotten aus? So sehen die dann aus. Achso, ich muss die Kamera auch anmachen. Werden so leicht glasig. So ein bisschen durchsichtig. Wenn das erreicht ist, kommt unser Risotto-Reis mit rein. Und der wird jetzt noch kurz mit angeschwitzt. Also den ziehen wir kurz noch mit an hier. Der saugt jetzt erstmal schön das Öl auf und die restliche Flüssigkeit. Ist aber nicht schlimm. Der kriegt ein bisschen Hitzeeinwirkung. Dann löschen wir das Ganze mit Weißwein ab.
Da muss ich mal gucken, wo ich meinen Lorbeer habe. Weil Lorbeer kommt auf jeden Fall immer ins Risotto mit rein. Ah, da ist er. Ach, Lila ist auch schon da. So. Das Ganze jetzt mit Weißwein ablöschen. Ruhig einmal ganz bedecken den Boden. Ein Lorbeerblättchen mit rein. Bringt einfach diese Nuancen, die man fürs Risotto braucht. Lorbeer, Risotto, Kartoffeln, immer Lorbeer mit rein. Das ist wirklich Lorbeeren. So, und jetzt langsam köcheln lassen. Und dann nehmen wir uns quasi den Fond, den wir hier nebenbei köcheln lassen. Damit füllen wir das Risotto mal auf. Und noch mit dem Fond, den wir im Glas haben, dem restlichen Kalbsfond, füllen wir das Risotto mal auf, bis es gar ist. Seit wann kocht die Kelle wieder? Heute das erste Mal, Fabi, seit 4 Monaten, 5 Monaten. Brate, seit wann kochst du wieder? Sorry, Mann. Kann nicht lesen, wenn ich da hinten stehe. Kann erst lesen, wenn ich hier vorne wieder stehe. Brate. Ja. Seit 3-4 Monaten nicht gemacht, bis jetzt, ja, seitdem wieder. Genau. Ein bisschen her, das letzte Mal. Aber es ist, wie es ist. Wer ist da? Hasi! Moin! Was geht mal dir? Wo kommst du denn her? Wo kommst du denn her? Vor allen Dingen um die Uhrzeit. Er hat eingesehen, dass Leni mal wieder was zu essen braucht. Genau das war der ausschlaggebende Punkt. Leni hat gesagt, ey, mach mal was zu essen. Und wenn du schon dabei bist, bau den Rechner wieder auf in der Küche und film. Okay, sag ich. Okay. So, die Stärke des, ihr habt gesehen, wir hatten relativ viel Flüssigkeit drin. Die Stärke natürlich vom Risotto lässt das Ganze jetzt schon so ein bisschen leimig werden. Ne? Einfach ein bisschen weiter vor sich hinköcheln lassen, immer wieder mit dem Fond auffüllen. Ein bisschen von dem Fond hier. Und von dem Kalbsfond. Und dann nehmen wir noch den Geflügelfond, den wir auch noch haben. Natürlich. Das Baby gerade ist fett. Hasi. Das ist sehr gut. Der kleine, geile Haufen DNA, den du da gemacht hast. Wie geht's dir, Hasi? Ich komme immer spontan irgendwie bei dir rein, wenn du morgens online bist. Und jetzt sehe ich, du bist ja mittlerweile auch abends online. Aber schreibst immer guten Morgen. Guten Morgen, die Hasi ist da. Um 19 Uhr abends. Bin ich noch ein bisschen verwirrt. Da denke ich immer, ich lebe in einer anderen Zeitzone. So, einfach auffüllen und ein bisschen köcheln lassen. Ganz entspannt. Was sagt die Uhr zum Fleisch? 1 Minute 40 noch. Besten sind wir, ja, mir auch. Mir ist alles tutti, molto bene. Ich kann mich nicht beschweren. Und hab gesagt, ich fange jetzt langsam wieder an mit Kochen. Maximal 2 Streams die Woche. Auf ganz entspannt. Und ich hab die Zeit wieder. Ein bisschen was nebenbei zu machen. Und Hunger habe ich auch. Also von daher, wir werden viele Sachen ausprobieren. Gerade solche Sachen wie Risotto, ich meine, klar, es ist ein bisschen Arbeit, gerade mit den Steinpilzen putzen und hier ein paar Zwiebeln und so. Aber es wird sich am Ende einfach lohnen und das müssen die Leute halt verstehen, wenn sie Bock haben, geiles Essen zu essen und das vielleicht auch noch selber zu machen. Hoffentlich kann mein Beitrag dazu beitragen, dass sie dann auch Erfolg haben, sich zu Hause was Leckeres zu kochen. Ringo, moin, sei gegrüßt. Von daher hoffe ich, dass der ein oder andere was rausziehen kann und sagt, okay, ich probiere das mal. Kann auch auf meiner Website gucken, diekelleoriginal.de und sich dort das Beste für sich einfach rausziehen. Würde mich freuen, wenn ich den einen oder anderen damit einen Gefallen tun kann und er seiner Frau vielleicht zum Hochzeitstag zum Geburtstag wahrscheinlich kocht, ja, und sagt, darauf bin ich stolz. Dann habe ich mein Ziel erreicht. Und wenn es lecker war, umso mehr. Ich kann ja nicht jahrelang vom Fertigfitter ernähren. Als ob es nur Fertigfitter hier geben würde. Also bei mir nicht, nee. Wenn, dann gehen wir lieber essen.
Bei dir gibt's Fertigpizza? Ne. Hm. Abgelaufen der Timer? Okay. Dann holen wir das Fleisch gleich mal raus. Wo ist denn meine Mikrowelle? Ach, die hängt hier, ne? Die brauchen wir für ein Risotto dann. 13 Minuten waren das, ne? So. Barbie, ich bin da für 100 Pfennig mal wieder. So, das ist jetzt 13 Minuten drin gewesen. Das fühlt sich noch relativ... Moment. 13 Minuten drin gewesen. Es fühlt sich noch relativ roh an. Aber bei der Größe des Fleisches darf man sich nicht täuschen lassen. Wir geben jetzt noch 2 Minuten auf der 140 Grad Temperatur und dann gehen wir mit der Temperatur runter und zwar auf die 50 Grad. Abi. Vielen Dank nochmal für 100 weitere Bits, mein Lieber. Lässt deine Bits hier auch fliegen. So, das Risotto natürlich nicht anbrennen lassen. Immer mal gucken und rühren ein bisschen. Na, wenn die Flüssigkeit wieder runterkocht. Das muss man im Auge haben. Und immer wieder schön auffüllen mit dem Fond. Immer so Stück für Stück. Dass es nicht zu kalt wird auf einmal. Dass nicht zu viel Flüssigkeit drin ist. Dass es nicht zu schnell runterkühlt. Sondern dass es schön nebenbei weitergaren kann. So, dann brauchen wir noch eine zweite Pfanne. Dann nehmen wir uns dann... Die Steinpilze braten. Jetzt wird's aber auch eng hier, du. Die Suppe kommt einmal da hinten rüber. So. Der Fond kommt hier hinten hin. Passt doch alles. Was will ich denn noch? Passt doch alles. Easy. Dann können wir uns nämlich schon mal die Pilze, die wir klein geschnitten haben, die können wir uns schon mal abbraten. Die können wir dann gleich mit ins Risotto reinschmeißen. Und die Pilze, die wir oben drauf machen, die werden wir separat braten und kommen dann quasi oben auf die Risotto oben drauf. Amazing! Moin und vielen Dank für dein Follow. Herzlich willkommen, mein Lieber. Bisschen Petersilie. Und einfach ein bisschen abschneiden, ruhig mit ein bisschen Stiel dran, das ist überhaupt nicht schlimm. Die schneiden wir uns schon mal klein, schön in feine Julien, also in Streifen. Sieht ja sehr professionell aus. Danke, mein Lieber. Einfach schön klein schneiden, in feine Streifen. Ach, entschuldigen Sie, haben Sie Chewab-Chichi? Tut mir leid, wenn ich glotze. Schöne Königsberger Klopse. Danke. Ey, was geht? Haben Sie Hacksteak? Asti, vielen Dank für deinen Sub im ersten Monat. Launa. Vielen Dank auch hier für dein Follow. Herzlich willkommen bei den Freunden des guten Geschmacks. So, 2 Minuten rum. Wo ist meine Schulzettel? Haben Sie Chewab-Chichi? Tut mir leid, wenn ich glotze. Schöne Königsberger Klopse. Ey, was geht? Haben Sie Hacksteak? Amazing! Vielen Dank für dein Sub im ersten. Appreciate that. Vielen, vielen Dank, meine Lieben. Herzlich willkommen bei den Freunden des guten Geschmacks. Mir ist so warm, ihr glaubt es gar nicht. Es ist so warm hier drin heute. Jetzt kriege ich Hunger. Ja, Hasti, es gibt da so eine, Warnung, die ich manchmal ausspreche. Dies ist eine Warnung an alle Streamgucker. Bevor ihr den Stream guckt, empfehle ich euch was zu essen. Schaut diesen Stream nicht mit leerem Magen. So sieht's nämlich aus. So ein Ding ist das nämlich. Also wir haben das Fleisch jetzt rausgenommen, wir hatten es 15 Minuten, 140 Grad, die 360 Gramm. Mal ein bisschen Stirn abtupfen. Das Filet, 360 Gramm, jetzt einfach nach 15 Minuten 140 Grad Umluft aus dem Ofen rausnehmen. Erstmal auf den Teller. Ein bisschen liegen lassen. Den Ofen habe ich jetzt aufgemacht. Ja, und habe die Temperatur auf 50 Grad runter geregelt. Lass den 2 Minuten kurz auskühlen ein bisschen, dass die Temperatur innen runter geht. Und dann legen wir das Fleisch wieder in den Ofen rein bei 50 Grad und machen die Tür wieder zu. Da kann erstmal nicht mehr viel passieren.
das, also das, das Vorgehen bei dem Fleisch ist, wir haben jetzt quasi das angebraten, haben es durchgegart, beziehungsweise haben es auf 140 Grad im Ofen gegart. Das heißt, die ganzen Eiweißketten haben sich zersetzt und alles. Jetzt die ganzen Fleischsäfte zirkulieren, das Wasser in den Zellen fängt an zu zirkulieren durch die Hitzeeinwirkung. Wenn du es jetzt rausnimmst und aufschneidest, hast du erstens nicht den Punkt, den du haben willst vom Gargrad, und du hast das Problem, dass der Fleischsaft komplett austritt. Wir lassen es jetzt erstmal liegen, lassen das Fleisch sich entspannen, das ist ganz wichtig, und können es dann nochmal nachbraten mit dem Aroma, was wir hinten haben, und schneiden es dann auf. Ihr werdet den Unterschied sehen. Der Ofen ist jetzt ein bisschen runtergekühlt. Das Fleisch kommt wieder rein. Und ich lasse das so einen Spalt offen. Auf 50 Grad einfach. Da kann nichts passieren. Risotto nicht aus den Augen verlieren. Ein Blade TV, moin. Und immer natürlich ein bisschen rühren. Was geht? Olivenöl in die heiße Pfanne. Und dann braten wir unsere Steinpilze, die mit ins Risotto kommen, schon mal an. Ihr müsst ruhig ein bisschen mehr Öl nehmen für die Steinpilze, die saugen sehr, sehr viel Öl auf. Nicht, dass ihr euch da wundert. Da sind sie. Einfach rein. Und ruhig ein bisschen liegen lassen. Nicht gleich rumrühren wie so ein Verrückter, sondern ruhig ein bisschen liegen lassen. Juhu, Costream, I'm Late TV, moin, grüß dich. Schön, dass du auch reinschaust. Direkt Message. Was? Achso, was heißt DM? Hasi. So wie PN, persönliche Nachricht. Aber die Glatze ist weg. Juri, ich würde dir gerne mit dieser Microplane einmal so durchs Gericht treiben. Dann, wer das nicht kennt, das ist so eine Microplane. Die hat so viele kleine Messer und da kann man den Parmesan und so rüberreiben. Super, super geiles Ding. Endlich habe ich sehnsüchtig auf einen Kochstream gewartet. Ja, sorry, ich war ein bisschen beschäftigt. Tut mir leid. Es tut mir wirklich leid. Jury, und vielen Dank für dein verschenktes Sub an Hasi. Kuss geht raus. Und Hasi, willkommen bei den Freunden des guten Geschmacks. Gebratene Steinpilze riechen einfach so geil. Das riecht jetzt schon so geil. Da ist noch nichts dran, nur Olivenöl. Und das riecht schon so pornös. Was bitte? Bis zum nächsten Mal. Michelle, mach's gut. Schön, dass du da warst. Hat mich gefreut. Das hat mich gefreut. Es sei dir verziehen, Bro. Oh, danke. Danke. Es sei mir verziehen. So. Richtig schön mit Farbe. Oh, das wird so lecker. Das ist jetzt schon. Das sieht schon so lecker aus. Das wird richtig, richtig ein Burner. Risotto ist auch bald fertig. So, unseren Pong noch ein bisschen höher stellen, dass er ein bisschen reduziert. Jetzt kommt schon das erste Mal unser Knoblauchöl zum Einsatz. Und zwar machen wir da jetzt einfach einen Löffel. Ich habe jetzt mit 41 Jahren Familie meine Expresslehre beendet. Die Azubis heute haben eine Auswahlquote von 50% in unserem Lehrgang. Schau mal, worum geht's? Als Koch oder was? 50% ist echt viel. Ach, Seabox, du bist ja auch ein Kulturbanause. Du hast einfach keine Ahnung vom Kochen. Doch, ja, Plauner, aber 50%, in welchem Landkreis ist denn das? Also 50% Durchverknote ist schon echt hammerhart. So, das sind die Steinpilze jetzt erstmal schön, die ein bisschen angebraten mit Farbe. Da kommt jetzt einfach so ein kleines bisschen von unserem Knoblauchöl mit rein. Ein kleines bisschen Liebe. Ein bisschen von der Butter. Jetzt kommen die nochmal drauf. Und dann kommen die gleich mit in ins Risotto rein. Und dann
werden wir wieder unsere Pfanne neu erhitzen und kommen die anderen Steinpilze rein. Vorher einmal auswischen, wegen dem Knoblauch, nicht dass er verbrennt. Dann kommen die restlichen Steinpilze rein. Dann haben wir unser Risotto fertig und dann machen wir unser Fleisch fertig. Ich muss mir kurz einmal, mir ist so warm. Die Stirn abtupfen. I'm melting away. I'm melting away. So, in, bist du auch Koch? In Vogtland, Sachsen, oh Vogtland war ich einmal. In Vogtland war ich einmal. Also, aber die Durchfallquote ist natürlich, also das ist wirklich relativ hoch. Habe ich, also ich habe schon in vielen Regionen und Bundesländern gekocht. War auch teilweise in der IHK im Prüfungsausschuss. Aber das ist schon echt eine hohe Durchfallquote. Das ist wirklich eine hohe Durchfallquote. Küchenpapier. Ja, es ist, ich sag mal so. Viele denken auch, wenn sie keine vernünftigen Abschluss haben, sie machen dann eine Kochlehre, besser als gar nichts. Haben dann aber auch keinen Bock drauf und können sich da nicht drauf einlassen und dann ist es auch ganz, dann ist der Beruf einfach schwierig, wenn man sich da nicht drauf einlässt. Und, das trägt auch auf jeden Fall dazu bei, dass viele halt einfach durchfallen, weil sie es auch vielleicht gar nicht raffen oder weil sie es, weil auch viele Prüfungsanforderungen sind aus den 80ern, muss man ehrlich sagen. Viele Sachen, viele sind aus den 80ern, die man heute auch gar nicht mehr so macht oder was man auch nie wieder braucht. Ja, und ja, das ist, trägt alles so ein bisschen dazu bei. Natürlich aber auch Faulheit. Das ist auch ganz weit vorne. So. Mit rein ins Risotto. Ruhig mit dem Öl. Da passiert nichts. Die Pfanne einmal auswischen. Einfach so heiß wie sie ist, vorsichtig mit dem Küchentuch auswischen. Dass wir da nicht unnötig Temperatur verlieren. Sondern dass wir gleich weitermachen können mit der heißen Pfanne. Olivenöl wieder rein. Zack, 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 zack. Da kommt nicht so viel raus. Nicht, dass ihr denkt, ich mache da 5 Liter Olivenöl rein. So, das Risotto hat jetzt schon relativ sämiges Dasein. Das lassen wir jetzt nur so ein bisschen ziehen. Und dann wird das Ganze noch abgeschmeckt. Der Parmesan kommt noch mit rein. Das lassen wir jetzt noch ein bisschen Flüssigkeit aufziehen. Dann kommt noch ein bisschen Knoblauch rein, ein bisschen Parmesan, ein bisschen Salz. Und ja, in der Zeit braten wir unsere Pilze fertig. Tut mir leid, wenn ich gerade so ein bisschen keine Zeit habe, den Chat zu lesen. Ich muss mich so ein bisschen aufs Essen konzentrieren. Danach bin ich gerne wieder das Gespräch zu haben. Aber jetzt gilt mein Timing. Boah, Alter, das wird so lecker. Oho. So. Zack. Oh, Gott sei Dank räumt Leni die Küche auf. Was? Was? Puh, ich wollte das doch, das Olivenöl besorgen. Jury, ja, kein Problem. Nächstes Jahr. Kein Problem. Nächstes Jahr. Du wolltest doch vorbeikommen. Auch kein Problem. Alles gut. Du warst in der IHK? Wie lange? Das ist, du kommst in den Prüfungsausschuss der IHK. Kommst du als normaler Küchenchef kommst du da rein. Die fragen dich dann, ob du da Lust hast, im Prüfungsausschuss beizusitzen, wenn einer austritt oder wenn einer aus dem Landkreis rauszieht. Ich habe nicht für die IHK gearbeitet. Du bist nur im Prüfungsausschuss. Quasi die Gesellenprüfung, die Abschlussprüfung der Köche bewerten. Das ist quasi die Tätigkeit für die Handelskammer, die du da machst. Aufgrund deines Wissens, deiner Fachtätigkeit und allem. Ich habe nicht für die IHK gearbeitet. Nochmal ein bisschen Olivenöl über die Pilze, schön von einer Seite anbraten lassen und dann wenden wir die gleich. Bei dem Risotto, ihr seht das jetzt, das hat nochmal, ich habe die Hitze weggenommen, lasse das nur so ein bisschen ziehen. Die Flüssigkeit
wird noch aufgesogen, der Rest. Wir probieren mal durch. Perfekt vom Biss. Wirklich perfekt. So, ich mache ein bisschen Salz dran, ein bisschen Fleur de Sel. Oh, lila heult rum, ey. Ein bisschen Fleur de Sel. So, Zitrone. Ein ganz kleinen Schuss Zitrone hier dran. Und das lassen wir jetzt einfach nur noch so einen Moment hier ziehen, ohne Hitze. Die Pilze einfach dann mal drehen. Die freut sich, weil es so lecker riecht. Die ist richtig am Jammern. Die liegt auf dem Sofa und... Also mein Hund. Über die Pilze auch ein bisschen Zitrone? Leni bestimmt auch, ja. Auch ein bisschen Zitrone? Ein bisschen Knoblauch? Und noch ein bisschen Knoblauch ans Risotto? Oh, das wird so Bombe. So, jetzt nehmen wir gleich unsere Pfanne fürs Fleisch, was ich gesagt habe, zum Nachbraten. Die können wir schon mal heiß machen, bis die Butter schäumig wird. Also bis die richtig aufschäumt. So, an die Pilze noch ein bisschen Salz dran. Und die kommen jetzt raus. Einfach auf ein Tuch geben. Moment, ihr dürft die Hitze nicht zu weit wegnehmen, sonst saugen die sich gleich voll mit dem Fett. Nehmen die Pilze jetzt raus, einfach auf ein Tuch geben. Ich weiß, zu Hause macht man sich diese Mühen nicht. Ich mache mir aber auch zu Hause gerne die Mühen. Helle ist die IHK. Parinho, ey. Oh, Alter, wie das... Jetzt sag mal ganz ehrlich, Leni, wie das riecht, oder? Uff, sagt sie. Ich kann nicht mehr. Ich will nicht mehr. Ich will nur noch essen. Nur noch konsumieren. Essen und trinken will sie. Und Lila ist nur noch am Rumheulen. So, die Pilze. Guckt euch an, diese schönen. Diese schönen. Kaltes Gurkensüppchen. Ich lese mir das gleich durch, mein Lieber. Bin gerade ein bisschen busy. Geht gleich voran. So, jetzt mit der Butter heiß werden lassen die Pfanne. Unser Risotto. Da muss wieder ein bisschen Flüssigkeit ran. Da geben wir noch ein bisschen Flüssigkeit zu. Einfach noch ein bisschen von dem Kalbsfond so einen Schluck drauf machen. Das ist, Risotto muss fließen. Das ist keine Pampe, sondern Risotto muss wirklich, das muss fließen. Noch ein bisschen von dem Fond dazu. So. So. Da kommt jetzt noch der Parmesan rein. Einfach schön reinreiben. Das ist jetzt schon so geil, ne? Leute. So, unterhin den Parmesan. So, das Risotto, fertig. Pilze, fertig. Was ist mit unserem Filet? So.
Die Butter fängt an zu schäumen. Filet rein. Und schön nachbraten. Gib dem schön nochmal Hitze jetzt. Dass das richtig schön warm ist. In der Zeit, wenn wir das nachbraten, richten wir jetzt an. Damit wir dann nur noch unser Risotto, unser Filet drauf machen müssen, drauf aufschneiden. Tut mir leid, wenn es ein bisschen laut ist gerade. Aber es ist, wie es ist. Ins Risotto natürlich noch die Petersilie rein. Einfach rein und mit unterheben. Ach so. Petersilie mit rein, einfach unterheben. Geil, ne? Das richten wir jetzt an hier. Hier ist sowieso ein bisschen weniger. Ach, Mann, Alter, das wird so scheißen lecker, ey. Scheiß die Wand an. So, Filet mal drehen, von der anderen Seite noch nachbraten. Richtig schön Hitze geben. So, jetzt legen wir unsere Pilze noch mit dran. Mir ist so scheißen warm, ehrlich, ich glaub's nicht. Was noch fehlen würde, was noch richtig geil wäre, wäre so eine Wärmelampe hier vorne irgendwie. Das wäre noch so ein Hammer. So, Pilze mit dran. Hinter mir sieht's schon aus wie Dresden 45. Also das ist jetzt momentan der Iststand. Jetzt kommt das Filet noch dazu. Das schneide ich hier an der Seite auf. Ihr seht, das brät hier schön so in diesem Aroma. Ich will das nicht zu nah an den Bildschirm halten, sonst ist der wahrscheinlich gleich auch hin heute Abend. So, das hat jetzt richtig Temperatur nochmal. Ah. Und das ist natürlich heiß. Das nehmen wir uns jetzt und schneiden es runter, so wie es ist. Medium rare, so wie ich es mag. Weniger, weniger, dann kriegt ihr halt die dünnen Stücke. Magst du auch? Okay. Also das ist hier das Ergebnis des Ganzen. Einfach so ein bisschen runterschneiden. Ausbreiten. Und jetzt nochmal abwürzen, ganz wichtig. Salz drüber. Und ein bisschen Pfeffer aus der Mühle. Easy peasy. Lemon squeezy. So, darüber machen wir jetzt noch ein bisschen Parmesan. Hey, molto bene. Wir sind fertig. Risotto. Mit unserem Charolais Rinderfilet. Ich mache noch ein Foto fürs Protokoll. Mega, 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 mega. So. Darf ich ihm Besteck bringen? Ja, sehr gerne. Das. So,
so isst, bevor es kalt wird. Isst, bevor es der Hund hat. Guten Appetit. Ah. So, ich mache hier erstmal den Herd aus und alles. Jetzt kommt der schönste Teil am ganzen Abend. Habe ich schon. Foto habe ich schon. Und zwar trinken wir noch ein Glas Weißwein ein. Und dann werde ich das essen. Trommelwirbel, Clemens, einen wunderschönen, hallo. Leni da, ja. Wird nicht vergessen, Cheryl habe ich schon. Mein Prüfungsmenü war kalte Gurkensuppe, Tzatziki-Style mit selbstgemachten Tomatenbaguette, Ausspeise, Frühlingslauch-Risotto mit selbstfrittierter Forelle und Lachsfilet gedünstet in Orangensud, Vanillemöhren und Soße Hollandaise, Nachspeise, Vollmilchschokoladenpudding, Himbeer, Crumble und weiße Schokoladensoße. Hört sich okay an, ich finde es teilweise ein bisschen überkreativ, aber hört sich, wenn es lecker war, ist die Hauptsache und wenn es natürlich handwerklich gut gemacht ist, das ist so die Hauptsache. Ach, Leute, guckt euch bitte nochmal an. Ist geil, ist lecker. Und ich schwöre euch, euch gelingt auch jedes Steak mit dieser Methode. Da braucht keiner auch gelernt haben. Sie. Und da liegt noch was für Lila. Ja, okay, dann schauen wir mal. Du brauchst mir nicht verfolgen, ehrlich nicht. Das ist alles hier. Das ist einfach 200% IQ-Move. 200 IQ, 200 IQ-Move. Also einfach 5-Head. IQ. Ich hab's verpennt, Idiot. Ja. Du hast das IQ. Ich bin schon fertig. Ich esse gerade. Und wir haben uns wirklich Zeit gelassen. Guck mal, wir sind jetzt online seit einer Stunde 46. Ich hab mir wirklich Zeit gelassen. Also das ist wirklich stabiles Essen. Mega lecker, ne? Ich kann es immer noch kochen. Und schwitzen. Lass dir schmecken, danke YouTube. Ich bin dabei. Also es ist wirklich. Boah. Ich finde es ein bisschen. Boah. Es ist einfach wirklich lecker. Da macht das Kochen einfach wieder richtig Spaß. Mit solchen Zutaten sowas Leckeres zu kochen. Bist du von dem bisschen satt? Ich esse lieber was Hochwertiges und dafür ein bisschen weniger, als wenn ich mir jetzt eine Pizza oder einen Döner reinziehen muss. Da würde ich lieber sowas immer bevorzugen. Ich esse nicht nur, weil ich mich ernähren muss, sondern ich esse, weil ich den Geschmack haben möchte. Für mich ist Essen nicht nur eine Frage der Ernährung. Und diesen Sinneswandel müssen viele erst erfahren. Boah, das ist so geil, oder? Das ist mega lecker. Ja, lecker. Mega lecker. Eins im Chat, wer dafür ist, dass Lisa ein Stückchen vom Fleisch bekommt. Leni wurde gefragt, kannst du bestätigen, ob es gut schmeckt, wie es aussieht? Man hört dich ja nicht. Der hat schon dreimal gesagt, dass es mega lecker ist, aber man hört dich nicht. Schwierig. Was soll das jetzt für ein Experiment werden? Du willst doch nur Lila sehen, ne? Lila! Komm her! Das lässt sich nicht zweimal sagen. Ich weiß nicht, ob man sie sieht, hier hinten vielleicht. Das ist ein Stück von Fleisch jetzt, ne? Okay.
Okay. Ich finde halt derzeit hier schwer einen Job, in der zu meinem 5-jährigen Kind passt. Momentan ist es wirklich nicht die beste Situation für Gastronomie. Keine Frage. Vor allem nicht mit Kindern. Der Hund ist besser als ich. Er hat mehr Benehmen, meinst du? Boah. Die Zitrone, die da mit drin ist, ne? Ich fasse einfach die Arsch auf einmal. Juri, habe ich dich glücklich gemacht? Offensichtlich. Das freut mich. Aber Lila tanzt jetzt die ganze Zeit um mich rum und so mehr. Das ist halt das Problem an der Geschichte. Da ist noch was. Wir gucken, mir ist was runtergefallen. Wie teuer ist das Fleisch, die Zucker? Das Charolais-Rinderfilet ist unterschiedlich, kommt drauf an, erstmal wie lange es abgehangen ist, dann kommt es so an, welches Stück. Also nimmst du ein Mittelstück, nimmst du was vom Kopf, nimmst du was von der Fitze. Manche Fleischer berechnen das einfach nur nach Kilopreis. Wie kommen wir so bei 46 Euro das Kilo? Bald knurren sie wieder mit mir. Jury, davon weiß ich nicht. Davon weiß ich nicht wirklich nicht. Dass Lila mit dir bald kuschelt. Oder habe ich da was verpasst? Boah. Jetzt weiß ich es. Aha. Lila, komm mit. Komm mal ab. Geh her. Und hopp. So mega. Vor allem, was ist das für ein aufwendiges Setup? Naja, leider ist eine Kamera heute kaputt. Normalerweise hast du hier. Ich muss überlegen. Hier. Dann immer noch den Blick oben auf den Herd. Das heißt, wenn ich koche, kannst du halt direkt in den Topf gucken. Ist leider kaputt heute die Kamera. Wird auch erstmal so schnell nicht ausgetauscht werden. Da muss ich mich mit Amazon erstmal auseinandersetzen und mit Logitech. Das ist meine heiß begehrte Kaffeemaschine, ja. Den kann ich auch schon mal anmachen. So meine Espresso danach. Wow, Mann, war das lecker. Ehrlich. Also wirklich, aus so einfachen Zutaten. Risotto. Steinpilze, die wir selber im Wald gesammelt haben. Ja. Bisschen Parmesan. Ein Stück Fleisch. Ein bisschen Brühe. So ein tolles Gericht zu zaubern. Ich wünsche jedem von euch, dass er das einfach nur mal probiert. Und dann auch ein Erfolgserlebnis hat. Und weiß, wie sowas Schönes schmecken kann. Das ist echt schöne Küche. Danke, YouTube. Das ist nur ein Teil der Küche. Der andere Teil, da steht der Rechner drauf, auf der Seite hier vorne. Meine Tastatur ewig nicht benutzt. Ja, Schiri, wenn man nicht mehr streamt, ne? Die Pilze kannst du mir schicken, Schiri. Schiri, ich kann dir gerne Pilze schicken, aber erstmal gehe ich noch welche sammeln. Aber die restlichen Pilze, die 5, 6 Pilze brauche ich dir nicht schicken, das lohnt sich nicht. Hm. Den Rest vom Pille. Da kommst du gleich nochmal. Oh, komm her, Lina. Wir haben heute ein großes Herz, das ist ja nicht gewürzt. Nein. Da kriegst du nicht genug von. Sammeln würde ich auch gerne wieder sammeln. Mach das doch, Jury. Oder kannst du nicht? Einfach losgehen und Pilze sammeln. Jetzt ist die Zeit. Sonst ist es zu spät irgendwann. Jetzt ist gewürzt alles wieder, sorry. Jetzt ist alles gewürzt. Ab. Hier gibt's sowas nicht. Gar nicht? Habt ihr keinen Wald oder was?
Also bei mir sind 400 Meter. Da ist eine Pilzplantage. Da werde ich morgen mal hinschauen. Doch, aber die willst du nicht essen. Wegen Autobahn, oder? Die haben dieses besondere Aroma. So, boah. Ich bin satt, Leute. Ich bin fertig. Und etliche Hunde und bäh, nee, zu viel Schmock hier. Okay, das kann ich verstehen. Also Leute, erster Kochstream seit langem wieder. Hat mir echt gut gefallen. Es waren viele Leute anwesend. Ich habe leider nicht so auf den Chat achten können heute. Ich muss mich so ein bisschen aufs Kochen konzentrieren. Ich muss da auch erst wieder reinkommen. Das während des Streams zu machen. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns wiedersehen. Ist auf jeden Fall der Anfang des neuen Kochstreams. Und ja, mal gucken, wohin es führt. Ich bin die Schiri und ich war auch dabei. Von Anfang an Schiri, richtig. Ich habe mich riesig gefreut, dass du wieder da bist. Schiri, das freut mich zu lesen, wirklich. Was war das denn für ein Abbruch gerade von der Musik? Das freut mich wirklich mega zu lesen. Und Sam auch, das war auch echt lustig. Bestimmt, lass mich lügen. 15, 16, 17 Leute haben mir geschrieben, Mensch, was ist denn los? Geht's dir gut? Lebst du noch? Was ist denn mit deinen Kochstreams? Warum machst du keine Kochstreams mehr? Und ja, hatte halt einfach seine Gründe. Und jetzt geht's wieder langsam vorwärts. Also mit den Kochstreams auf jeden Fall. Ist auch eine Ausnahme, bin auch nicht mehr so auf Twitch. Das war schwierig. Oh, war sehr schön, mal wieder ein bisschen ein Lebenszeichen von dir zu sehen. Schön, dass du wieder da bist. Danke, Pürte. Vielen, vielen Dank. Schön, dass ihr da wart, wirklich. Das hat mir, das, ich habe mich sehr, sehr gefreut, gerade so die altbekannten Gesichter wieder zu lesen. Ein paar haben gefehlt, muss ich sagen, aber es sei ihnen verziehen. Wollte schon ein paar Mal schreiben und dachte mir nur, nee, mach sicher einige und er ist sonst genervt. Ach, ich bin nicht genervt deswegen. Ich habe mich darüber gefreut, dass sich manche irgendwie den Kopf gemacht haben und ja, war ganz cool, war ganz lustig. Ich gucke mal, ob wir noch irgendwie zum Posten haben. Nee. Ach komm. Wir machen einfach raus. Wir sind komplett egoistisch. Wir machen einfach raus. Wir hoffen einfach keinen. Wir greifen einfach raus, ehrlich. Erster Stream, der gehört mir. Hoffen wir keinen. Ich wünsche euch einen schönen, was ist heute? Montagabend. Einen schönen Montagabend. Verfolgt mich auf Instagram. Folgt mir auf Instagram. Und dann werden wir sehen, wann wir den nächsten Stream machen. Vielleicht diese Woche noch einen, ansonsten auf jeden Fall nächste Woche ein. Wie gesagt, ein maximal 2 Streams die Woche. Und ich wünsche euch einen schönen Abend. Bis die Tage. Tschüssing.